Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge von Let's Play Transport 4, meine lieben Freunde. So, wir reisen jetzt mal bis dahin ab. Und wenn der Zug hier rausgefahren ist, bis zur Straße vor, da geht die Weiche natürlich mit weg. Aber der Bahnhof wird nicht abgerissen. Hey! Ne, hier. Sondern der wird aufgerüstet auf 320. Das geht nicht. Aber 240 geht. Okay. Wenden wir das erstmal an. Müssen wir natürlich hier. Ja, die haben jetzt alle keinen Weg. Zack. Müssen wir natürlich schnell anschließen. Den Weg hier. Müssen die eben mal ein bisschen abbremsen. So, nochmal hier. Eine Weiche reinsetzen. Und hier drüben. Krümmung so groß. Auch nicht möglich. Wollte gerade sagen. Wie fix die eine neue Straße geplatziert haben. Schau's dir an. Steigung zu groß. Machen wir jetzt mal hier pausierendes Spiel. Drücken wir auf B, reißen. Ah, das tat weh. Das tat weh. Und wir kriegen jetzt einen Aha-Effekt. Jetzt funktioniert es nämlich. So, jetzt können wir nämlich hier auch eine Weiche hinsetzen. Einmal in die Richtung. Und einmal in die Richtung geht es leider nicht. Da ist die Steigung zu groß. Da ich jetzt nicht weiß, in welche Richtung das war, nehme ich mal an, das war die. Leider kriegt man das dann nicht ohne weg. Okay. Du kannst natürlich hier wieder deine Straße hinbauen. Ich mach die extra mal so versetzt, dass du gar nicht in Verlegenheit kommst, die da irgendwie rüber zu platzieren. Natürlich ist jetzt hier das hier auch im Weg. Deswegen reiße ich das jetzt mal ab, um hier mal die Schiene zu verlegen. Zumindest bis jetzt. Können wir natürlich einfach mal so machen. Okay. Alles kein Problem. Zumindest in die Richtung. In die Richtung wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter, weil hier ist eine Haltestelle. Wie ihr hier seht, müsste ich die Haltestelle einmal umsetzen. Dahin. So, weil ich nicht weiß, was ihr hält. Nichts warten, nämlich gerade. Diagramme. Na, sehr schön. Was hält denn hier für eine Linie? Guck mal, der hält ja zum Bleistift. Haben wir doch mal schon mal eine Linie. Ich könnte mir auch alle Linien anzeigen gehen, ne? Nur die eine, okay. Nur die eine. Ach so. Ja, dann machen wir jetzt mal was anderes. Wollen wir mal die Straße ein bisschen anders bauen?
Und zwar sowas hier. Oder sowas. Boah, das ist ja noch besser. Können wir das wieder abreißen? Das ist ja noch besser. Da fährst du jetzt mit deinen Karren die 7 entfernen. Alle Stellen hinzufügen. So. Und die 8 logischerweise entfernen. Ja, das liegt eh gleich dort oben rum. So wollte ich es haben. So nicht anders. So, jetzt ist hier eine schöne Straße. Oh, ich muss das leider alles abreißen. Es tut mir so furchtbar leid. Furchtbar. Ja, wird eh abgerissen. So, jetzt kommen hier ein paar Schienen verlegt. So, ich muss planen für die Zukunft. Das bedeutet, das können wir schon mal wegmachen. Wie groß die Stadt schon geworden ist, ne? Hier ist eine Stadt. Ein Ort. Noch weiter raus. Also, 1, 2, 3... 4 Der Bahnhof hat eh, glaube ich, nur 6 Anschlussmöglichkeiten in die Richtung. In die Richtung. Also eine können wir hier hinten raus machen nach Parkstein. Und der Rest kommt vorne raus. Das sind 1, 2 und eine lange Linie. Beziehungsweise hier eine lange Linie. Also, ich schreibe jetzt mal auf. Nach Hilst eine X-Linie. Eine lange Linie. Dann nach Valmo. Eine lange Linie. Dafür das X dahinter. Ich kreise mir das nochmal ein, sonst sehe ich das nicht richtig. So. Reichen Schwand. Dann nach Lastrup, nach Parkstein. Genau, das sind die 4 auf der Seite und auf der anderen Seite nach Parkstein. Nach Parkstein. Mach keinen Mist! So, nach Parkstein. Nach hier haben wir schon eine lange Linie. Nach Pusthol. Das können wir vielleicht noch machen. Pusthol. Eine Langlinie. Oh, ein X da. Zack. Weil hier haben wir jetzt schon nach Schwanmühle. Schwanen. M. Mühle. X. Ist aber schon korrekt. Das streiche ich dann mal durch. Und hier nach Kattelhof. Nach Kattelhof, aber das streiche ich auch mal durch, weil das haben wir ja schon. Ne? Das haben wir schon. Hätte ich auch weglassen können. Egal. Ich muss jetzt planen und zwar ziehe ich dann die Gleise dann so raus. Am besten. Lastrup ist da. Können wir einfach eine gerade Linie vorziehen und Reichenspand ist da. Okay, das sind dann die Gleise. Die geben auf alle Fälle eine Kollision. Okay. Straße bauen. Okay. Gerade Straße. Eine Brücke geht nicht. So ein Mist. Der geht auf einmal wieder.
Aber ich habe eine Idee. So, und dann machen wir auch mal so. Dann kann ich den da machen. Super. So, da haben wir hier einen Huckel drin. Machen jetzt was Gefuchstes. Geht jetzt hier ein bisschen höher. Immer höher. Bau nicht möglich. Dann bleibt uns noch eine Möglichkeit. So lassen möchte ich es nicht. Aber diese Kurve ist wahrscheinlich jetzt unvermeidlich. Jetzt müsste es ja eigentlich gehen. Geht das nicht? Gibt's doch nicht. Es gibt es nicht. Ich muss doch hier irgendwie rauskommen können. Wenn ich alles komplett wegmache, da geht's natürlich. Logischerweise. Bauen wir eben erst die Gleise. Zack. Machen wir das mal so. Nach Reichenschwand brauchen wir dann schon den Tunnel. Und den Rest, der kommt mit da hinten drin. Ja, da bauen wir es erstmal hier so gerade durch. Ja. Machen wir mal lieber so. Aber jetzt ist es wieder nicht möglich, ne? Alles ist möglich. Alles. Zack. So, jetzt machen wir hier irgendwie eine Brücke drüber. Das muss gehen. Okay, das kriegen wir hin. Das habe ich auch schon mitbekommen. Und zwar Terraform Tool. Und das muss nach unten. Das haben sie jetzt angepasst, dass es auch über die Gleise hinausgeht. Das ist gut. So, glätten. Das finde ich gut. Anzoomen. Cedric hat ein neues Feature gefunden, was ihm gefällt. Guck mal, die Bäume gehen jetzt auch nicht gleich weg. Ah, das finde ich sehr gut. Wie kann man das glätten? Das schaut das nicht so abstrakt aus. Genau so. Angepasst. Innerstädtisch macht das wahrscheinlich dann jetzt noch keinen Sinn. Ja, guck mal, wie wenig Tausende das sind, die hier flöten gehen. Aber wir haben es angepasst. Und das finde ich gut. Das schaut doch jetzt ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall. Hier, das wollten wir machen. Jetzt geht das natürlich gar nicht mehr.
Aha. Man kann das auch so machen. Aber ich glaube, jetzt reicht wieder der Platz nicht, ne? Ja, jetzt reicht der Platz wieder nicht. Pass auf. Wir machen das ganz einfach. Wie hier jetzt wieder. Geht es hier wieder ein bisschen runter. Genauso wie hier. Jetzt ein bisschen nach oben. So, baue ich die Straße auch ein bisschen höher. Pass auf. Zack. So, jetzt mache ich das wieder gerade. Und jetzt kommt die Brücke drüber. Perfekt. Besser könnte ich mir es nicht vorstellen. Ah, haben sie ein gutes Update. Haben sie sich mal was Gutes einfallen lassen? Das können wir nämlich hier, wo der jetzt gerade steht, Bushaltestelle ransetzen. Zack. Zack. Am Bahnhof. Korrekt. Rüsten wir noch den Bahnhof auf. Verbinden wir den. Guck mal, es passt doch gerade ein bisschen. Ein bisschen zumindest. Nee. Ernsthaft. Okay. Ich glaube, das Haus muss weichen. Beide nicht. Beide nicht. So, drücken wir wieder auf weiter. Na, schaut doch gar nicht mal so schlecht aus, ja? Erneuerung auf jeden Fall. Und das ist auch ein Auto. Wir sind im Jahr 1900 und irgendwas. Das ist ein Auto. Hier unten drunter haben sie das gefixt. Ja, das schaut auch gut aus, dass sie das gefixt haben. Guck mal, wir sind jetzt im Jahr 1906 und es kommen langsam andere Häusertypen mit ins Stadtbild. Ja, das verändert sich langsam jetzt, das Stadtbild. Und wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Das war mal eine große Terraform-Folge hier. Und ja, neue Features haben wir gefunden und einen Bahnhof umgearbeitet. Bis dahin, ciao, ciao, euer ZSOSTV, euer ZSOS vom südöstlichen Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.